Bis gestern wurde darüber diskutiert, ob deutsche Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden. Jetzt geht es nur noch darum, wie schnell und in welchem Umfang das geschehen soll. Und gleichzeitig ruft der ukrainische Präsident Selenskyj nach NATO-Raketen und Kampfjets. Johannes Fawig ist am Telefon, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Tag, Herr Fawig. Ich grüße Sie, Herr Ringel. Wird die NATO auch diese Waffen an die Ukraine liefern? Wir wissen nicht, wo rote Linien sind. Kanzler Scholz hat zwar gestern im Bundestag gesagt, es wird sicherlich keine Bodentruppen aus dem Westen geben. Es wird auch keine Kriegsbeteiligung geben. Aber wenn wir uns mal erinnern, das fing mit Helmen an und ist jetzt bei Kampfpanzern angelangt. Ich bin mir nicht sicher, welches Tabu noch fällt. Jedenfalls sind wir auf einer Rutschbahn zu einer direkten Beteiligung an diesem Krieg. Und das muss man kritisch diskutieren. Nun sagt der ukrainische Präsident, wir brauchen Raketen und Kampfflugzeuge, damit Russland den Krieg verliert. Wir sind schließlich angegriffen worden. Das ist ja das Argument, was immer wieder kommt, wo auch einem schwer was einfällt, dagegen zu sagen. Hat er nicht alles Recht, alle Waffen zu fordern, die man kriegen kann? Ja, aus ukrainischer Perspektive mag sich das so darstellen und es bleibt auch richtig, daran gibt es gar keinen Zweifel, dass Russland der Aggressor ist und die Ukraine ein überfallener Staat ist, der sich wehren darf. Aber die Frage ist doch, ob mit immer mehr Waffen das zu einem vertretbaren Preis zu einem guten Ende geführt werden kann. Wenn es die Möglichkeit gäbe, die Russen mit militärischer Gewalt aus der Ukraine zu vertreiben und den territorialen Status wiederherzustellen, dann wäre ich sogar dafür. Meine Befürchtung ist aber, dass mit immer mehr Waffen dieser Konflikt nur blutiger und länger wird und am Ergebnis sich eigentlich nichts ändert, weil das Ergebnis wird sein, dass man verhandelt und eine politische Lösung hinbekommt, die irgendwie ja, die Lage stabilisiert. Das wird nicht alle glücklich machen, aber das kann möglicherweise den Konflikt einfrieren. Und dann wären Waffenlieferungen eigentlich ein Beitrag zur Eskalation, der auch sehr opferreich ist. Und da hat niemand den Stein der Weisen. Es gibt gewiss für beide Sichtweisen gute Argumente. Aber wenn ich einen Strich drunter ziehe, wäre ich sehr zurückhaltend, weil ich keine Eskalation möchte. Und ich möchte auch keinen dauerhaften Abnutzungskrieg, der verlustreich wird, nicht zuletzt für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Nun konnte man ja durchaus den Eindruck haben, dass Teile der SPD, einschließlich Kanzler Scholz, nicht mit Begeisterung diesen Beschluss gefasst haben, der da gestern verkündet wurde. Der Druck war enorm, nicht nur von Grünen vor allem und auch Teilen der FDP, aber auch von NATO-Partnern wie Polen, die dann zum Schluss gesagt haben, ja, die Panzer, die schicken wir dann einfach schon mal los. Wenn die Deutschen nicht wollen, könnte sich auch das jetzt fortsetzen mit Jets, die die Polen dann einfach schon mal an die Ukraine liefern? Ja, wenn man der Meinung ist, man müsse alles Notwendige tun, damit die Ukraine gewinnt, dann ist das am Ende die Konsequenz. Und dann gilt eigentlich die Regel, genug ist nie genug. Und ich finde, wir sollten jetzt über Grenzen diskutieren. Und vor allen Dingen sollten wir auch nicht nur über Waffenlieferungen diskutieren. Wir sind doch gerade in einer, wie ich finde, geradezu absurden Eindimensionalität, wo alle Welt nur über Waffen redet. Jeder kann inzwischen Panzertypen unterscheiden. Lassen Sie uns doch mal über politische Optionen und politische Ziele in diesem Krieg reden. Das heißt, ich finde, diese Militarisierung, die führt eigentlich zu nichts Gutem. Die Politik muss wieder Oberhand bekommen und das hat sie im Moment nicht. Ja, also das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Kriegslogik ist, was allenthalben hier diskutiert wird, auf allen Seiten. Sie sagen, lassen Sie uns über diplomatische Schritte reden, aber die Frage ist, wer soll die denn unternehmen? Naja, wenn es gibt viele Formate, Rammstein zum Beispiel, wo sich die Verteidigungsminister treffen. Mir sind keine Formate im Moment bekannt, womit wirklich Wumms, wie man neudeutsch sagt, die Außenminister oder meinetwegen auch die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten sich Gedanken über eine politische Lösung dieses Konflikts machen. Wir sind faktisch Kriegspartei und das kann kein guter Status sein. Völkerrechtlich sind wir sicherlich nicht Kriegspartei, aber politisch sind wir dabei, Kriegspartei zu werden. Und dass das jetzt die Russen auch so sagen und so sehen, macht das nicht falscher. Natürlich hat Russland da jetzt eine Propaganda-Absicht und man darf sich nicht damit gemein machen. Aber faktisch verwickeln wir uns immer mehr in diesen Krieg. Und ich frage mich, wo soll das denn noch enden? Und wir brauchen politische Lösungen. Ja, aber bei diesen politischen Lösungen stellt sich ja immer wieder die Frage, soll es am Ende dazu führen, dass die Ukraine Gebietsverluste hinnimmt und Russland praktisch als Sieger vom Platz geht?
Nein, Russland wird ganz gewiss nicht als Sieger vom Platz gehen. Russland schadet seinen Interessen massiv selber mit diesem Krieg, auch wenn es das vielleicht jetzt gerade noch nicht erkennt. Aber es geht nicht darum, dass Russland diesen Krieg gewinnen soll. Ich bin sogar dafür, dass Russland den Krieg nicht gewinnt. Und ich finde auch, die Ukraine darf nicht verlieren. Das sagt auch Kanzler Scholz immer. Der nimmt ja auch das Wort nicht in den Mund, dass die Ukraine gewinnen soll. Das heißt, da gibt es durchaus Nuancen. Und ich finde, die Ukraine verliert den Krieg dann nicht, wenn sie zu möglichst guten Bedingungen aus diesem Krieg herausgeht. Aber sie wird nicht ihre moralisch und völkerrechtlich berechtigten Maximalforderungen durchsetzen können. Das heißt, ich denke, am Ende von Verhandlungen wird auch eine Art Kompromiss stehen. Wie der aussieht, kann heute niemand sagen. Aber wenn das Ziel ist, gewissermaßen Russland zu besiegen, dann wird das, glaube ich, nicht funktionieren, jedenfalls nicht zu einem vertretbaren Preis. Das ist die Einschätzung von Johannes Fawig, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.